Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Ja, wie ihr hinter mir vielleicht sehen könnt, muss ich packen. Wir fahren nämlich in den Urlaub, morgen. Es ist aktuell, ich glaube, sowas rund um 1 Uhr und ja, ich bin leider vorher nicht dazu gekommen zu packen, deswegen muss ich jetzt hier mitten in der Nacht packen. Ja, und wie ihr seht, habe ich echt viel vor mir. Gott sei Dank hat zumindest der Patrick, unser ältester Sohn, schon selbst gepackt und natürlich auch schon die Michelle, die 11-jährige Tochter, also unsere älteste Tochter, auch schon alleine gepackt. Ich muss hier für unsere restlichen Kinder packen. Lara, Luisa, Philipp, für den Papa und für mich. Diese Sachen habe ich hier hinten alle hergerichtet, unter anderem auch Badetücher und so weiter. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach mit. Ich habe mir alles schon vorbereitet. Ich zeige euch alles, bevor ich es in die Taschen packe. Ich werde nämlich nicht normal Koffer packen, so wie es vielleicht andere machen, sondern ich habe mir Organizer geholt und die habe ich schon seit 2019. Die sind echt cool, die kann ich euch wirklich empfehlen. Ich werde sie euch unten verlinken, weil wir haben einen 7-Sitzer, also ein Auto mit 7 Sitzen und wir sind schon 7 Leute. Das heißt, es ist kein Platz mehr bei uns im Auto für Koffer und deswegen haben wir eine Dachbox und dort packe ich dann diese Taschen, die ihr da hinten seht, die sind aktuell noch leer, da rein. Und ich zeige euch mal, genau, weil die Michelle hat schon ihre gepackt. So schaut das ungefähr aus. Die sehen von, ich sehe drauf, Amazon Basics und jedes Familienmitglied packt so eine Tasche und das reicht vollkommen. Man kann die richtig gut verstauen und die nehmen nicht so viel Platz weg wie so ein Koffer. Das sind richtig, richtig praktisch. Ja, und ich würde mal sagen, ich fange an und zeige euch, was ich alles hier vorbereitet habe für uns 7 sozusagen. Ich habe es mir jetzt hier gemütlich gemacht zwischen all diesen Sachen und werde sie beim Packen, Einpacken so ein bisschen dokumentieren, was wir alles so mitbrauchen. Wir brauchen natürlich ganz viele Badetücher, wie ihr seht, habe ich hier schon ganz viele vorbereitet. Ganz großes und ein paar kleine. Die werde ich jetzt aber in keine Tasche einpacken, sondern die werde ich jetzt einfach so daherlegen. Die muss der Papa dann nämlich so verstauen. Ja, ich zeige euch mal, wie cool es ist, so eine Organizer-Tasche. Diese könnt ihr nämlich auch im Koffer verwenden. Viele machen das nämlich so, dass sie zum Beispiel jedem Kind oder jedem Familienmitglied so eine Organizer-Tasche zuweisen und dann nehmen sie zum Beispiel nur einen Koffer mit in den Urlaub, was ja richtig platzsparend ist. Deswegen kann ich euch das wirklich empfehlen. Ich würde mal sagen, ich fange mal mit meinen Sachen an, die ich hier so vorbereitet habe. Also, ich habe für mich einige T-Shirts, ja, darunter ist ein Schlafshirt und so einige T-Shirts zum dann dort draußen herumspazieren. Ich bin jetzt nicht mehr so als Mama diese, na früher habe ich ganz viele schicke Sachen mitgenommen zum Ausgehen, also am Abend schick essen, das ist ja nicht mehr so, ne? Wenn man Mama ist, dann will man es am Abend bequem haben. Ich glaube, dieses Jahr werde ich auch überhaupt kein Make-up mitnehmen, weil ich habe sonst immer Make-up mitgenommen, nie verwendet, deswegen dieses Jahr nehme ich gar keins mit. Ja, dann habe ich mir kurze Hose hier, dann werde ich diese Hose, die ich auch hier anhabe, auch noch reingeben. Die möchte ich nämlich auch mitnehmen. Dann habe ich so eine lange Hose, die ist so ganz chilly, bequem. Dann habe ich noch so eine Radlerhose, die werde ich, glaube ich, auch mitnehmen. Ja, mal schauen, vielleicht ziehe ich die Sachen gar nicht an. Kennt ihr das? Man nimmt immer zu viel mit. Und ich habe auch noch eine lange Hose. Ich überlege gerade, ob ich die vielleicht nicht doch zu Hause lasse. Die lasse ich zu Hause, weil ich habe hier schon eine lange Hose. Ich bin immer so ein Typ, der dem sehr schnell immer kalt ist, deswegen nehme ich immer sehr viel mit. Ja, weil ich Angst habe zu erfrieren. Dann habe ich auch Kleider mitgenommen. Ich habe hier dieses süße bunte, das sind so ein Spaghetti-Trägerkleid und das auch von Mango. Und dann habe ich noch mein Latzhosen-Jeans-Kleid, das werde ich auch mitnehmen. Das ist nämlich sehr cute und ich mag das gerne. So, wenn ich sehe schon, ich habe jetzt schon ein Problem. Dann habe ich hier zwei Blusen mitgenommen, das sind ärmellos und die finde ich ganz, ganz bequem und süß. Deswegen nehme ich die mit. Okay. Ich sehe schon kommen. Ich habe zu viele Sachen dabei. Ah, natürlich das Allerwichtigste, meine Badeanzüge. Ich nehme nur die zwei neuen mit. Ich habe beschlossen, die alten nicht einzupacken. Weil vielleicht nehme ich die nur mit und ziehe die gar nicht an. Ich kenne mich. So, dann brauche ich natürlich ganz wichtig Unterwäsche, logischerweise.
Die werde ich dir einfach kommentarlos reingeben. Ich habe gar keine Socken eingepackt, weil ich habe keine Schuhe eingeplant, die ich dort mit Socken tragen werde. Ich habe nämlich für mich nur so, also diese Schuhe für den Strand und dann habe ich noch so Birkenstock-ähnliche Schuhe mit einem Zehentrenner, die sind ganz cute, die werde ich mitnehmen und die werde ich immer so zum Spazierengehen am Abend tragen. Deswegen brauche ich keine Socken. Und ich sehe schon, das könnte ein bisschen eng hier werden. Wo ist denn mein Hut? Mein Sonnenhut. Hä? Habe ich den schon eingepackt? War der da schon dabei? Ah, sorry. Kappe und einen Sonnenhut nehme ich natürlich auch mit. Und ich frage mich, ob sich das alles ausgeht. Deswegen glaube ich, mache ich das so. Die Unterwäsche packe ich da jetzt nicht dazu rein. Ich mache nur die Badelatschen rein. Wobei, hier wäre noch Platz. Sonnenhut. Und Kappe. Meine Tasche wäre fertig. Ich werde als nächstes die vom kleinen Philipp machen. Und ich hoffe, oder meine Hoffnung ist, dass ich da noch meine Unterwäsche reinbekomme. Ja, für ihn habe ich natürlich Bodys mitgenommen. Ich habe ganz viele kurzärmelige Bodys eingepackt. Mehr als Tage wir dort sind, weil ihr wisst ja, wie Babys sind. Ne? Die patzen sich mal an oder da geht mal was durch die Windel und da habe ich lieber ja, ein bisschen mehr dabei. Deswegen habe ich auch so 4 kurze Hosen, also ja, wirklich nur kurze Hosen auch eingepackt. Und für ihn habe ich natürlich auch so einen Pullover, also einen Sweater und eine lange Hose. Da habe ich mir schon gedacht, ja, nicht, dass dann frisch ist oder so und dass es kalt ist. Für ihn habe ich natürlich auch einen Sonnenhut, so einen süßen mit Mickey Maus Ohren und ein paar Socken. Nur eine, weil sonst wird er wahrscheinlich keine tragen müssen. Und für ihn habe ich auch noch so eine Mullwindel. Die werde ich aber mit ins Auto nehmen. Weil mit der möchte ich ihn eventuell zudecken oder wenn die Klima rennt, dann ist schon frisch im Auto. Ja, und wie ich natürlich die Hoffnung hatte, werde ich meine Unterwäsche bei meinem Sohn hier reinschmuggeln, weil hier einfach noch Platz ist. Ich glaube, hier hätte sogar noch ein bisschen was anderes Platz. Mal schauen, wie ich das unterteile, weil ich werde seine Schwimmwindeln gleich auch hier reingeben. Ha, sieht sich noch super aus. Und vielleicht die Feuchttücher. Ja. Und die auch noch. So. Dann kommen wir zu Papas Tasche. Es geht, glaube ich, schneller als gedacht, weil ich habe mir schon alles vorbereitet. Also sehr gut. Ja, der Papa hat sich Badelatschen mitgenommen. Also eingepackt. Dann natürlich Badehosen, für Baba habe ich 4 hier. Also der hat alle seine Badehosen mit, die er hat. Dann Socken, ganz viele. Ein Pyjama und Boxershorts. Und dann hat er hier noch ganz viele Unterhosen, die überspringen wir gleich. Ja, dann hat Baba auch ein Käppi, das ist ganz wichtig für ihn, weil sonst, der kriegt zu schnell einen Sonnenbrand am Kopf. Und ja, das ist immer ein bisschen gefährlich. Dann habe ich keinen Platz mehr für T-Shirts und Hosen. Muss aber Platz machen. Ja, auf jeden Fall braucht er hier T-Shirts. Ich habe für ihn jetzt nur 5 eingepackt. Ich kenne den Papa, der zieht dann nochmal also er hat jetzt nicht jeden Tag ein frisches oder so, also das ist glaube ich notwendig. Und dann 3 kurze Hosen, also so 2 aus Jeans, normaler Stoff und dann seine ganz gemütliche aus Jogging. Und ich habe jetzt hier ein echtes Problem. Ich glaube, ich muss mir Papa 2 Taschen machen, das geht sich sonst nicht aus. Ja, ist so. Deswegen werde ich jetzt zu Papas Tasche noch Luisas Schlafwindeln reinsneaken. Genau. Die Luisa braucht ja in der Nacht noch beim Schlafen Windeln. Deswegen packe ich diese hier rein. Tja, was seht ihr? Alles ist gut. So.
Dann brauche ich noch so eins. Dann schaue ich gerade, ich habe noch... Das geht sich locker aus. Also ich habe hier dann noch genug Taschen und das schaffe ich. So, jetzt mache ich Papas T-Shirts rein und seine Hosen und überlege gerade, was ich da noch zu reingeben kann. Wisst ihr was, ich werde da noch die Sonnencremes reinpacken. Ich habe hier nämlich die Sonnencreme für die Kinder. Das ist so eine, könnt ihr sehen, ich mache sie euch näher ran. Das Nivea Kids 50 Plus ohne Parfum. Dann habe ich auch eine After Sun Creme, ganz wichtig, falls mal doch ein bisschen zu viel Sonne an die Haut gekommen ist. Dann habe ich für mich aus der Apotheke so eine Sonnencreme geholt, und zwar Eucerin. Die Dame hat gemeint, die ist sehr, sehr gut, weil für Leute die, wie mich, die zum Beispiel eher so Mallorca-Akne bekommen, ich bekomme leider unter der Sonne immer so ein bisschen Pickelchen und deswegen brauche ich so eine spezielle Creme. Dann habe ich für den Kleinen, für den Philipp, man sagt ja, Babys unter ein Jahr sollten ja keine Sonnencreme verwenden. Deswegen war ich in der Apotheke, habe extra nochmal nachgefragt und sie hat mir diese Sonnencreme gegeben. Die Daylong Cetaphil Sun Kids 50 Plus, die ist ab 6 Jahre. Also das heißt, Kinder, Babys ab 6 Monate. Ab 6 Monate können die verwenden. Ja, und dann habe ich hier noch Brübchen auch bekommen, die werde ich auch mitnehmen. Und da hier aber noch immer ein bisschen Platz ist, werde ich dann noch so ein bisschen die Reiseapotheke reinmachen. Und zwar habe ich ein Bepanthen Kühlspray. So ein kühlendes Schaumspray, das ist wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich auch hier so einen Nurreflex-Saft. Das ist so ein Fiebersäftchen für die Kinder, falls die mal fiebern sollten oder so. Ich habe hier auch für den Kleinen Fieberzäpfchen und eine Wund- und Heilsalbe. Eine Inotiol-Salbe, die ist richtig gut. Also gibt es in der Apotheke für Wunden Po, kann ich euch wirklich empfehlen, falls ihr auch auf der Suche oder so seid. Ja, dann werde ich hier rein noch unsere Medikamente reingeben. Ich habe so meine Schilddrüsen-Tabletten und Papa hat so seine diversen Tabletten, die er für seinen Bluthochdruck nehmen muss. Die packe ich dann jetzt auch rein. Ja. Ich glaube, das ist jetzt eigentlich gut hier. Geht sich jetzt eh nicht mehr aus. Deswegen mache ich das jetzt gleich zu. Ja. So. Gut. Geht voran. Weiter geht's mit, ich mach gleich Luisa Sachen. Ja, komm. So. Dann, die Luisa wollte ein Kleid mitnehmen, ein einziges, und zwar von Elsa. Deswegen habe ich das hier vorbereitet für sie. Natürlich braucht sie auch eine Kappe und sie möchte ihre Sneaker mitnehmen. Da ich sie vorhin in der Waschmaschine gewaschen habe, sind sie sauber und ich kann sie hier so reingeben. Dann brauche ich natürlich Unterhosen für die kleine Maus. Ein Schlafshirt habe ich auch für sie. Ein Bikini. Und dann hat sie noch hier drei Badeanzüge. Dann diverse kurzärmelige T-Shirts. Packe ich da auch rein. Söckchen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Kurze Hosen. Die sind mir jetzt alle auseinandergefallen. So, mal gucken, wie ich das jetzt so sortiere. So. Das war's mit Luisa. Und wie ihr seht, passt das alles perfekt. Vielleicht sogar noch ein bisschen Luft, aber das lasse ich so. Ich habe für den Kleinen auch hier Windeln mitgenommen. Natürlich braucht er seine Dreierwindeln. Jetzt eigentlich nur mehr Luisa. Und dann habe ich noch unsere Duschgel, Shampoos und so weiter. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall Lara ihre Tasche. Hier habe ich auch kurze Hosen. Die Lara hat sich auch eine lange Hose eingepackt. Dann hat die Lara sehr viele kurzärmelige T-Shirts. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob sie alle anziehen wird. Ein Pyjama hat sich auch mitgenommen. Eine Kappe natürlich darf nicht fehlen.
Sie hat dieselben Sneaker wie die Luisa, deswegen wollte sie die auch gleich mitnehmen. So. Dann hat die Lara natürlich auch ihre Söckchen. So. Und Badelatschen. Einmal hier Flipflops für die Lara. Und natürlich Unterhosen dürfen nicht fehlen und ganz viele Badeanzüge und Bikinis. Ja, achso, und die Lara wollte ja auch Kleider. Und ich glaube, diese Kleider, die werde ich einfach so drüber legen. Genau. Oh mein Gott, ich glaube, das ist so Last-Minute-Packen, aber trotzdem immer noch strukturiert. Also ich finde, die Klamotten sind jetzt nicht unordentlich, sondern noch immer gut zusammen. So, und eigentlich bin ich dann jetzt schon fertig. Wie ihr seht, hier sind die Taschen, die von der Michelle. Und dann, ja, habe ich hier... Patrick, hast du deine Tasche unten schon? Oder hast du dir noch keine genommen? Ja. Hast du dir schon eine genommen? Okay. Gut. Die von Patrick fehlt noch und jetzt werde ich doch die restlichen Sachen, die ich so auf dem Tisch hier habe, reingeben und auch wahrscheinlich die Handtücher, weil das sind unsere Handtücher, weil wir schlafen nicht in einem Hotel, sondern in einem Apartment, da hat man, glaube ich, keine Handtücher. Also, ja, es kommt drauf an, manche bieten das an, manche bieten das nicht an. Da wir das Apartment jetzt nicht kennen, nehmen wir unsere eigenen Duschhandtücher mit für jeden eins, 7 Stück und dann habe ich hier noch so ein für in der Früh, für Hände, Gesicht und so weiter. Ja, ich werde auf jeden Fall mal die ganzen Shampoos reingeben. Also ich habe hier so ein Gemeinschaftsshampoo für alle mitgenommen, so ein Head & Shoulders. Dann hier ein Axt-Duschgel für Papa und Patrick. Für die Mädels habe ich dieses Glam Vital mit Kokos, oder ist noch Wasser drin. Cool. Wenn man zu den Kindern sagt, kannst du mal bitte das herrichten und dann noch 3 Kilo Wasser rausfindet, kennt man, ne? Dann ein Conditioner und ein Duschgel. Und ein Babyduschgel. Da habe ich so ein Pröbchen mitgenommen, weil da habe ich ja genug. Immerzu gibt es ja immer zu diversen Boxen immer so, ja, Duschproben. Ich überlege gerade, ob ich da nicht die Handtücher reinmachen soll und dann die Duschgel. Ja? Packen ist so eine Sache, oder? Packt ihr gerne? Ich weiß nicht, also ich bin jetzt nicht so die Packmaus. Aber ich freue mich auf den Urlaub. Oh mein Gott, da ist so viel Wasser rausgeräumt, das gibt's ja nicht. Moment. So. Also ich werde jetzt mal die Handtücher. Mal schauen, wie ich das mache. 2, 3. Genau, ich lege da die Handtücher rein und packe da dazu die Duschgele. Also so 2 mit 2. Mal schauen wir mal, wie die Platz haben. Ja. So, irgendwie. Also ja, mein Hobby ist es nicht, Koffer zu packen, aber das muss, das muss. Da rennt ja immer noch 3000 Tonnen Wasser raus. Hä? Wie viele Handtücher sind hier? Also da sind noch welche. Überblick verloren. Hier ist aber noch Platz. Da packe ich noch, da habe ich so ein Conditioner, nein nicht Conditioner, so eine Haarmaske drin. Für unsere langen Haare. Braucht man ja. Ich mache dann auch noch so die Deos rein. Deo von mir und von Papa. Dann habe ich noch so Parfums. Von mir und vom Papa und eine Tagescreme. Tagesgesichtscreme. Genau, das geht sich da alles super wunderbar aus. Eine Handcreme habe ich auch hier. Sieht man jetzt nicht. Überbelichtet des Grauens. Und so ein Nagelschneider-Set habe ich auch. Das ist voll praktisch. Da ist ein Nagelklipser dabei, eine Pinzette, so eine Feile. Kann man immer gebrauchen. Ja.
und natürlich Haarbürste und so Gummiringel dürfen auch nicht fehlen. Und ich habe euch ja gesagt, ich packe für mich nichts zum Schminken ein, aber eine Wimpernbürste, das muss sein. Und Gummiringel habe ich schon gesagt, oder? Wo soll ich die denn ranmachen? Keine Ahnung. Vielleicht so etwas Shampoo. Damit die nicht verloren gehen, mein Bürstchen. Und die Haarbürste. Ich werde jetzt noch in den restlichen zwei Organizer-Taschen die Badetücher reinpacken. Weil, mal schauen, ob die Platz hat. Viel, wie man sehen kann. Und als letztes, was darf natürlich bei einem Badeurlaub nicht fehlen, zeige ich euch gleich. Haben wir hier noch eine Tüte voller Badematten, Schwimmringe, Sandspielsachen, wie gesagt, Badematten, Schwimmringe, hier nochmal ein Schwimmring, hier nochmal eine Badematte. Dann haben wir hier so einen kleinen Pool, also so ein, heißt das Pool? Ich glaube ja, also so einen kleinen, also ein Planschbecken für die Luisa, für den Philipp, ja, Schwimmbrille und diverses Schwimmtierzeugs noch alles dabei, ja, was man halt so in den Badeurlaub braucht und das ist das und natürlich nicht zu vergessen, eine Strandmuschel. Mit Baby würde ich auf jeden Fall ein Tragetuch empfehlen. Mach die Tür auf. Und natürlich darf unser Buggy nicht fehlen. So. Und natürlich Reisepässe. Ganz, ganz wichtig braucht man auch. Wir haben ja auch noch so ein paar Unterlagen. Ihr wisst schon, Corona, Einreisetest, Einreiseregistrierung, dann für das Auto Unterlagen. Mund-Nasen-Schutz darf auch nicht fehlen in der heutigen Zeit. Und natürlich mein Laptop, ganz, ganz wichtig, nehme ich immer mit auf Urlaub, weil wenn ich dann natürlich die Vlogs für euch filme, dass ich die dann gleich schon auf den Laptop raufladen kann. Und ich habe mir auch noch was zum Lesen mitgenommen. Das war's. Das ist alles, was so jetzt für uns mitkommt. Und es ist schön viel. Ich hoffe, das kriegen wir alles gut verpackt. Ja. Fällt euch noch irgendwas ein, was ich vielleicht vergessen haben könnte? Könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ja, natürlich Zahnbürste. Aber die packe ich natürlich immer erst in der Früh ein, weil wir müssen noch in der Früh Zähne putzen. Aber sonst, denke ich, haben wir alles. Oder? Also, wenn das Video euch gefallen hat, mein Lieben, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann bei den Urlaubsvlogs. Bis dann. Tschüss.